Ach, ja, das ist ja krass. Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Wir befinden uns hier kurz vor einem 5-Sterne-Campingplatz. Ich war noch nie auf einem 5-Sterne-Campingplatz. Nein, nicht nur ein Campingplatz, sondern mit einem riesentollen Schwimmbad. Das stimmt, das Schwimmbad ist dahinter. Und ein Riesenspielplatz. Und da wir festgestellt haben, es wird mal wieder Zeit, uns ein wenig zu waschen, haben wir heute gesagt, wir machen das am besten in einer Achterbahnrutsche. Denn dann kriegen wir auch aus jeder Ritze den Dreck raus. Oh, zu viele Details. Genau, aber... Nein, und wir haben da beim Waschen auch Spaß. Genau, wir haben auch Spaß. aber wir haben uns gedacht, wir gehen nicht nur einfach in dieses Schwimmbad, sondern wir schlafen heute Nacht ausnahmsweise mal auf einem Campingplatz. Direkt hinter dem Schwimmbad ist ein 5-Sterne-Campingplatz. Wir sind übrigens in Örebro. In Örebro. Wir stehen vor der Tür des Campingplatzes. Und es ist keiner da. Nee, war nur Spaß. Aber es sieht sehr ruhig aus. Es sieht sehr ruhig aus. Der Campingplatz sieht sehr, sehr, sehr leer aus. Und wir nehmen euch mal mit und zeigen euch mal, was es heißt, einen 5-Sterne-Campingplatz zu besuchen. Warst mit du schon mal Rutschen. Bestimmt. Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Ist gar nicht so spektakulär. Wahrscheinlich als 5 Sterne. Wir haben Klo und Waschbecken. Und seht ihr da? Naja, egal. Wir gucken uns das mal an. Also, los geht das. Wenn wir da reingehen, kommen wir auch mit. Wo muss ich denn parken? Du kannst, glaube ich, hier erstmal parken. Hier kurz parken. Ja, und dann gehen wir. Guck mal, und da ist der Eingang. Ja. Und hier ist kurz parken. Ja, hier ist ein riesen Parkplatz. Riesig. Guck mal, und hier sind gleich Roller. Cool. Auch cool. Aber hier darfst du nicht campen. Das ist ja eine Überraschung. Ja, okay. Okay, aber man erahnt schon, welche Dimensionen dieser Campingplatz hat. Aber ja, es sieht sehr, sehr, sehr leer aus. Naja, wir parken hier mal. Ist. Wir haben jetzt noch fast 2 Stunden Zeit. Guck mal, da entsteht ein Schloss. Oh, stimmt. Sind das die Duschen? Das wäre geil. Das wäre echt mal geil umgesetzt. Naja, schauen wir uns das Ding mal an, wa? Lolli, bist du aufgeregt? Ja. Und ich habe da ein Bild gesehen mit einem Urwald, wo die Rutschen sind und einem riesen coolen Steintor. Ja. Das ist ein Erlebnisbad. Ist ein Erlebnisbad, aber ich muss euch enttäuschen, weil beim letzten Erlebnisbad, wo ich euch mitgenommen habe, ist leider meine GoPro auch kaputt gegangen. Das war da, wo diese Achterbahn-Wasserrutsche ist. Deswegen... Ja, ich musste mir eine neue Kamera kaufen und ich glaube, ich nehme euch nicht mit in das Schwimmbad. Das überlege ich mir noch, aber ich glaube nicht. Aber wenn, dann berichten wir davon. So, jetzt gehen wir erstmal den Campingplatz angucken. Und wie ihr sehen könnt, das Wetter ist leider nicht so geil. Es ist so, vielleicht, glaube 13 Grad. Und ja, sieht so aus, als wenn es heute regnen würde. Aber es ist natürlich der beste Tag, um in einen Schwimmer zu gehen. Ja, fetter Campingplatz, zumindest was sie uns hier so erzählt hat. Der Campingplatz ist sehr leer, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist für Lotti, weil es dann entsprechend auch nicht so viele Kinder hier gibt. Aber wir haben jetzt mal einen Platz beim Spielplatz genommen, der auch nicht so weit weg vom Schwimmbad ist. Wo man auf jeden Fall schon mal merkt, dass es ein 5-Sterne-Campingplatz ist, ist der Preis. 38 Euro, bitteschön. Alter, hier kostet halt nämlich... So eine Übernachtung mal eben 40 Euro, also fast 38. Naja, die 2 Euro, weißt du, Trinkgeld. Also sagen wir mal 38 Euro. Das ist natürlich schon eine Ansage. Eine Ansage. Da erwarte ich. Aber wir fahren ja auch nicht so oft auf den Campingplatz. Das stimmt. Aber normalerweise haben wir da nicht mehr so als 30 Euro. Das stimmt, aber für 38 Euro erwarte ich Mozart auf dem Klo. Also da muss Musik spielen. Und vielleicht auch noch, du meinst so wie bei Solarcamping, dreilagiges Klopapier. Das wäre bei 38 Euro, finde ich, auch gerechtfertigt, oder? Na, ich würde 4-lagig. Ja, oder 4-lagig. Wir gucken uns das jetzt mal an und fahren mal auf den Campingplatz drauf. Dann bauen wir jetzt mal da unten.
dass das so ist. Können wir ausprobieren. Also sind, da kannst du auf jeden Fall duschen. Da gibt es Familienduschen und so. Aha. Ich habe die GoPro jetzt mitgenommen. Ihr wisst, letztes Mal ist sie leider kaputt gegangen, aber die Rutschen sind echt geil. Wir sind fast verloren gegangen in der Lost City, also ich muss sagen, ein richtig geiles Schwimmbad, geil designt, coole Rutschen und das Schönste ist, es ist richtig schön leer. Also man muss sich im Vorfeld halt ein Ticket buchen, das ist jetzt wahrscheinlich aufgrund Corona so. Die haben hier richtig Spaß gehabt, die haben Whirlpools, richtig schön warm, die haben extrem geile Rutschen, richtig cool. Empfehlung, wir gehen duschen und Lotti muss jetzt leider hier raus. Also, frisch geduscht, jede Ritze ist jetzt wirklich durch die Rutschen sauber geworden. Wunderschön gewesen. Ein ganz tolles Schwimmbad, macht wirklich Spaß. Dahinter seht ihr übrigens die Rutschen. Und ja, Rutschen konntet ihr jetzt nicht sehen, weil ich die GoPro nicht mitgenommen habe. Letztes Mal habe ich mir die ja auch in der Rutsche zerschossen. Aber ich hoffe, ihr konntet jetzt trotzdem einen Eindruck gewinnen, wie cool dieses Schwimmbad hier ist. Sehr, sehr geil. Also ich habe selten so ein cool durchdesigntes Schwimmbad gesehen, oder? Ja, ich fand es auch richtig gut. Fand ich, dass überall auch so Geräusche waren. Ja. Vogelgezwitscher, so Disco-Musik und Disco-Lichter in den Rutschen. Also sie haben sich echt ein bisschen was einfallen lassen. Oh, so ein bisschen erschöpft ist man ja immer nach so einer Schwimmbadnummer. Aber wir wollen uns jetzt trotzdem mal hier das Servicehaus angucken und mal die Klos und Duschen angucken, wie das hier in so einem 5-Sterne-Campingplatz aussieht. Weil das hier so betont wird und so teuer ist, ne? Was steht denn hier? Entrance on the other side of the house. Ich wollte auf der anderen Seite parken. Du hast gesagt, wollen wir nicht. Du wolltest hier den Trailer, wolltest da standen, ja? Ach so, stimmt. Naja. Aber da ist, glaube ich, auch eins, oder was ist das? Ja, da drüben ist noch eins. Da sind auch noch Familienbäder. Familienduschen? Mhm. Okay, also hier hinter haben wir jetzt erstmal Recycling, Müll. Hier ist alles, was man so an Müll wegwerfen will und muss. Flaschen, Papier, Metall, Grillkohle, alles getrennt. Also sehr viel Müll. Dann haben wir hier, ist das die Entsorgung? Ja, nee. Hier ist so ein Häuschen. Okay. Guck mal. Sieht aber auch ein bisschen nach Entsorgung aus oder so, ne? Dass man das runterfahren kann oder. Also hier ist auf jeden Fall, wenn du so eine Campingklo Behälter hast, dann kannst du reingehen. Cool. Hier haben wir den Wäscheraum. Da hattest du schon mal nachgefragt, der ist aber nur zu bestimmten Zeiten offen, ne? Ja, der ist nur von 9 bis 17 Uhr benutzbar und man muss halt sich vorne in der Rezeption dann. Also nur von 9 bis 17 Uhr und man muss sich einen Schlüssel holen. Was ist das hier? Key in the, achso, für Behinderte, im Behindertenklo. Okay. Trinkwasserversorgung. Oh, hier, langer Schlauch, sehr cool. Mhm. Das sieht ja auch mal ganz speziell aus. Hier Luft haben die sogar. Luft, Wasser, sehr cool. Also, das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich. Und hier haben wir jetzt den Eingang. Und das geht mit Code. Hm? So, das ist das Servicehaus.
Ah, Servicehaus. Ja, dann gucken wir mal hier erstmal in so einen dunklen Raum. Ah. Guck mal, das ist mal eine geile Idee. Boah, ey. Ey, seht ihr das? Hier, da kann man sein Kind draufstellen zum Abduschen. Das ist ja mal mega. Und das ist witzig. Du musst dich hier unten immer so... Nee. Genau, das ist witzig. Irgendwie ein kleines Podest, um sein Kind abzuduschen. Cool. Und dann gibt es hier gleich eine integrierte Babywanne. Ja, das ist auch immer super. Mega cool, ne? Also auch nicht irgendwie eins zum Draufstellen, sondern in Höhe, wo du dein Kind auch waschen kannst. Hier ist ein Babyklo. Guckt euch das an. Das ist auch geil. Cool. Also für... Das Waschbecken ist auch extra runtergesetzt. Genau, für kleine... Sehr, sehr Waschbecken Kinder, auch. Sehr kinderfreundlich. Sehr geil. Also das finde ich schon mal... Mit Wickelunterlage, mit extra Papier. Ja. Also, das ist mitgedacht. Ja, da hat die Mami nicht... Bö, perfekt. Und auch noch ganz hübsch designt. Ja. So, zeig mal das nächste. Was haben wir hier? Was ist das? Kann ich lesen. Kannst du nicht lesen? Das WC... Okay, Damen-WC. Und hier. Hier sind Putzmittel. Putzmittelraum, auch schön. Aber zugänglich. Hier ist nochmal Damen-WC, da will ich jetzt gar nicht aufmachen. Geh du mal bei den Männern. Geh ich mal bei den Männern, okay. Okay. Pissoir. Was ich mittlerweile ja auch ganz geil finde, ist, dass da immer so eine Wanne dann drunter ist, so ein Rost, der das auffängt. Hatte ich jetzt neulich auch schon mal gesehen, dann sieht es immer nicht so voll gepinkelt aus. Also für all die Frauen, so sehen Pissoirs aus. Und hier haben wir dann die Klos. Ja, das ist das Klo, ne? Okay. So, können wir hier nicht alle filmen. Aber wo sind denn die Duschen? Dusche. Da ist keine Dusche. Da ist keine Dusche. Da ist Dusche. Da ist Dusche. Hier sind die Duschen. Auf der anderen Seite. Okay, dann habe ich hier nochmal ein Klo. So. Ach, Klo und Dusche. Finde ich auch immer ganz praktisch. Definitiv. Sehr cool. Und hier haben wir nochmal ein Einzelklo. Für Männer auch ganz wichtig. Ein Schminkspiegel. Okay. Zum Waschen hier so ein paar Waschtische. Und hier auf der Seite sind dann die Duschen. Okay, und die sind auch im Preis mit drin. Also wir müssen jetzt nicht nochmal extra irgendwelche Duschmarken kaufen. Das wäre bei 38 Euro, aber auch ziemlich krass, wenn das mit drin wäre. Ja, vom Design finde ich es soweit ganz ansprechend, ne? Kann man nicht meckern. Geht schlechter. Und es ist alles sehr sauber. Gut, das fällt jetzt auch bei so einem leeren Campingplatz nicht so schwer, glaube ich. Aber da kann man nicht meckern, oder? Mhm. Ja. Und für die, die länger warten müssen. Das ist auch immer wichtig, genau. So sieht's aus. Hier drüben ist noch eine Küche. Okay, zeig mal die Küche. Und ich hatte gesehen, da hinten, da sind auch noch mal so ein paar andere Spielsachen. Ja. Und ja, da ist auch noch mal so eine... Ich glaube, wenn hier Saison ist, dann sieht das auch ganz anders aus. Aber ich zeige euch das mal. Der Platz ist halt verhältnismäßig leer. Klar, hier ums Klohäuschen, da stehen immer noch ein paar. Aber man sieht, wie viele Plätze die haben. Kann man nachher mal durchzählen. Ich weiß gar nicht so genau, aber es sind einige. Okay. Ja, ist ja auch ganz schick designt hier, wa? Mikrowelle. Cool. Großer Müll. Müll. Perfekt. Ja. Gut. Hier so ein paar Tische abwaschen. Ein paar Bildchen von den Wasserrutschen. Hier ist eine Industriespülmaschine. Ja, das ist abgefahren. Ja. Das heißt, du musst dann nicht mal selber abwaschen? Nee. Du kannst, aber du musst nicht. Cool. Die spült in 15 Minuten. Echt? Ja.
Die haben wir auch immer verbaut. Cool. Also mit Industriespülmaschine finde ich sehr, sehr cool. Hier draußen hat man nochmal, das finde ich auch immer ziemlich geil, wenn es halt richtig warm ist, Sommer ist, hat man ja nicht Bock, immer da reinzulaufen, wenn man mal was abspülen muss. Ja. Dann, was ist denn hier? Guck mal, hier ist auch ein Platz. Hier, wer will denn hier stehen? Ach, das war vielleicht früher mal einer. Okay. Also, glaube ich nicht, dass hier noch... Crazy. Ja, Spülplätze draußen. Finde ich auch ziemlich cool. Also... Was ist der denn? Upsi, ist vielleicht kaputt gemacht. Aha. So, da kann ich das Wasser ablassen. Auch spannend. Ja, dann gibt es ja hier auch, ist das auf der anderen Seite das gleiche? Ja. Also auch echt viel, ne? Wenn man mal so guckt. Gut, das Grundstück ist auch echt groß. Also, wenn das hier rammelvoll ist, dann willst du auch nicht auf dem Campingplatz sein. Ja. Ich finde es ja sowieso eigentlich immer nicht so schön. Also wir stehen ja eh selten auf dem Campingplatz. Aber was ich eigentlich nicht so gern mag, sind so diese Plätze, wo halt einfach eine Wiese ist und dann sind da einfach nur die Stromanschlüsse einfach so, ja, wild hingehauen und dann steht man so einfach nebeneinander in Kolonne. Das ist selbst wenn wir jetzt im Sommer in der Hochsaison hier wären, für eine Nacht würde ich mich hier hinstellen, weil man kann ja direkt hier zu diesem Schwimmbad laufen. Das stimmt. Und im Sommer hat auch noch das Freibad draußen auf und dann ist es total praktisch und für eine Nacht. Das stimmt. Kann man sich hier mal. Hinten gibt es noch so einen kleinen Fitnesspark und jetzt gehen wir noch mal da vorne zum anderen Servicehaus und dann sind wir hier auch durch, glaube ich, wa? So, hier mal das andere Servicehaus und da... Tor 3. Ja, Tor 3. Ja, da kann man auch schon wieder sein Chemieklo entleeren. Ach, gut, dass wir sowas haben. Dann haben wir hier nochmal einen Raum für Frischwasser. Ja. Witzig. Wo soll ich denn das hinziehen? Ich kann doch hier... Doch, hier kann man auch mit dem Auto ranfahren. Die zieht sich ja von alleine zu hier. Das stimmt. Oder was mache ich damit? Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich ja, keine Ahnung. Genau. Und haben die hier das gleiche Servicehaus nochmal mit Duschen und? Sieht so aus, aber der sieht zu aus. Ja? Den machen sie. Ja, hier sind doch, hier stehen doch hier immer. Dann macht so. Nee, steht überall Stühle drin. Genau, das Ding ist ja nicht auf. Ja, okay. Na gut. Na gut. Das auch nicht? Family Room? Guck mal rein. Nope. Okay. Familiendusche, fände ich. Das wäre cool, wenn das auch wäre. Das stimmt. Spielraum. Hier gibt es einen extra kleinen Spielraum. Aber da steht irgendwas. Beginne Pandemie. Ah, ja, Pandemie. Ja. Natürlich. Ja, also theoretisch gibt es hier einen coolen. Spielraum gibt es nicht, aber dafür gibt es hier einen großen Spielplatz. Die Dame da hinten auf diesem, was ist denn das, auf dieser Hängeschaukel, ja. Die kennen wir sogar. Näher. Und ja, der Spielplatz, oder? Der Spielplatz ist sehr, sehr groß. Also, das ist sehr, sehr cool. Ja, und in der Hochsaison kann man sich das, glaube ich, auch ganz gut vorstellen. Wir sind ja jetzt hier auch in der Nebensaison. Hier ist nochmal ein Restaurant bzw. eine Bar. Und da hinten gibt es nochmal ein paar Spielmöglichkeiten für die Kinder. Da gibt es noch ein Servicehaus. Es ist echt Wahnsinn. Drei Stück. Also zumindest gibt es hier genug Klos und Duschen. Aber drei Stück für diese Fläche. Dann ist da hinten noch ein Spielplatz. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt. Da ist halt noch ein Spielplatz. Hier kann man so Go-Karts ausleihen. Und hier ist dann nochmal ein Bereich im Sommer, bestimmt ganz spannend. Wie so ein kleiner Marktplatz. Hier geht's in das Restaurant und in die Bar. Auf der Seite haben wir nochmal einen Eisladen. Also hier gibt's Eis. Hier ist ein Klamottenladen drin. Auf der Seite, muss ich selber mal reingucken, ist ein Kiosk, glaube ich. Genau, ist ein Shop-Kiosk.
Dann haben wir hier vorne noch einen kleinen Supermarkt mit allen Sachen, die man so braucht. Und wenn wir hier auf der Seite rauskommen, dann haben wir hier die Rezeption und Verwaltung. Da vorne gibt es noch mal einen kleinen Kindergolfplatz. Da laufen wir jetzt auch noch mal hin. Ja, ein extrem schön gestalteter Minigolfplatz. Da hätte ich jetzt schon auch ein bisschen Bock zu spielen. Also wirklich hier mit diesen Häuschen und so. Da steckt schon ein bisschen Liebe drin. Es ist halt Nebensaison, deswegen ist hier tote Hose. Da oben ist noch mal so ein kleiner abgegrenzter Bereich. Da laufen Tiere normalerweise rum, die sind jetzt aber auch nicht da. Keine Ahnung, ob die schon alle gegessen haben jetzt zur Nebensaison oder was sie damit gemacht haben. Aber hier ist noch mal so ein kleiner Streichelzoo normalerweise. Also ja, sehr, sehr schöner Campingplatz. Kostet halt auch echt Schweinekohle. Aber es wird auch einem ein bisschen was geboten. Kann man schon sagen. Und hier bin ich eingestellt. Hier ist nochmal so ein Bespaßungsraum für Kinder mit Bastelkrams drin und Kostümen zum Verkleiden. Das sieht so aus, dass in der Hochsaison hier sogar Kinderbetreuung ist. Alter, was hast du denn da? Schlüssel für Schließfach des Campingplatz. Nein, es geht um mein Lieblingsthema unterwegs, Wäsche waschen. Und hier auf dem Campingplatz ist es so, man muss sich Zeit buchen für die Waschmaschine. Und ich habe jetzt von 29 bis 11.30 Uhr Zeit. Und normalerweise würde man nur 4 Schlüssel bekommen, nämlich einmal, um an das Waschmaschinenfach ranzukommen und einmal den dazugehörigen Schlüssel für Strom. Und das Gleiche gibt es dann auch noch mal für den Trockner. Hier, der ist schon abgegangen. Da wir aber so viel Wäsche haben, habe ich gesagt, ich brauche eine zweite Maschine. Also gab es das gleiche Set noch mal dazu. Kann man so machen. Ich finde es ein bisschen umständlich, weil jetzt muss ich mit den ganzen Schlüsseln hier rumrennen. Und 2 Stunden, ja, mal gucken, wie lange die laufen, ob das reicht. Letztendlich habe ich jetzt 18 Euro für 2 Maschinen inklusive Trockner bezahlt. Alter, die wollen dann doch scheißen. Das wird doch schlecht. Da soll ich drüber fahren, oder was? Ich weiß nicht. Mach ich doch rein, oder wie? Na gut, können wir mal probieren, ne? An der Seite, ey, oder wie? Normalerweise ist das da ein Blech drüber, oder nicht? Wie ich drüber fahren kann. Aber du siehst hier auch Reifenspuren, dass sie hier durch sind, ne? Andere Länder, andere Sitten, wa? Ey, also 5 Sterne ist was anderes. 5 Sterne kommen übrigens hier. 5 Sterne kommen auch aus Hamburg, ne? So, das ist dein Braut, wa? Was ist denn das? Drinking water. Komm mal her. Entweder ich bin zu groß dafür oder. Ich habe jetzt hier so ein. Ah, hier geht er. Ist aber was machen. Alles klar, hier geht er, okay. Drüben ging er nämlich nicht und das ist auch schon blöd, ne? Hier gibt es 3 Servicehäuser und wir sind jetzt 2 abgefahren. Beim dritten geht's. Okay. Ja. Not funny. Und die haben hier nur einen einzigen von diesen Dingern. Also. Camper Clean haben sie aber dafür. Ja. Okay, das brauchen wir. Aber, ne? Ja.
Also das habe ich bisher auch noch nicht erlebt. Warum? Da hätte man doch noch locker so ein Gitter hin machen können. Oder das haben sie einfach jetzt wegen Saisonende weggemacht oder keine Ahnung. Ich auch nicht. Also geil ist das nicht, finde ich. Die sind komisch halt, ne? Ich verstehe es auch nicht, warum. Naja. So, Bibi noch? Ja, dann rolle ich nur und hau nach vorne. Na, vor allen Dingen für... Manche dann plötzlich die Großsache. Ja, vor allen Dingen, abgesehen. Guck mal, da musst du ja richtig dann... Mit Anlauf drüber. Ja, irgendwie schon. Und vielleicht auch nochmal das an der Stelle. Ich hatte ja in Frage gestellt, ob es auf einem 5-Sterne-Campingplatz auch dreilagiges Klopapier geben müsste. Susi hat gesagt, nein, es müsste 4-lagiges geben. So theoretisch müsste es sogar 5-lagiges geben, wegen den 5 Sternen. Aber hier gibt es nur so ein olles Ökopapier, einlagig. Dieses graue, ihr kennt das, glaube ich, was extrem dünn ist. Also ich war sehr enttäuscht, als ich auf dem Klo war. Erster Punkt. Zweiter Punkt, hier will man ja auf so einen Campingplatz, um sich auch überall sauber machen zu können. Man nutzt auf jeden Fall die Toiletten und die Duschen. Und bei den Duschen, das ist eigentlich schon wieder eine Frechheit, die haben die Duschen so eingestellt, die sind per Druckknopf und die gehen innerhalb von 10 Sekunden wieder aus. Ich habe einmal durchgezählt, 10 Sekunden. Wisst ihr, wie oft das nervt, wenn man dann da steht an... Und dann zählt Marco, das Ding runter. Ganz ehrlich, hör auf zu heulen, ne? Weil ich musste mir heute die langen Haare damit waschen. So. Also ich meine, 10 Sekunden, ne? Für wenig Haare auf dem Kopf bis keine. Aber wasch mal bitte lange, dicke Haare und dann immer 10 Sekunden Takt immer wieder. Das ist nicht so lustig. Nee, das ist richtig scheiße. Und der einzige Grund, warum du das machst, ist halt einfach, um den Leuten das Duschen auch zu erschweren, ne? Dann fühlst du dich halt nicht so wohl, weil du genervt bist, weil du immer wieder drücken musst und duscht nicht so lange. Ja. Und auf einem 5-Sterne, das ist der teuerste Campingplatz, den wir bisher hatten, ne? Mit knapp 40 Euro. Also, da kriege ich einen Hals, ne? Wie der Kreher sagen würde, einen Hals wie eine Keksdose. Genau. Aber du, wenn ich den Schlüssel jetzt abgebe, werde ich mal ein paar Punkte ansprechen, weil ich fand auch, das war viel zu teuer. Entweder geben die sich in der Nachsaison keine Mühe mehr oder sie geben sich generell nicht so viel Mühe hier. Nee, also ganz kurz nochmal, auch die Punkte aufzuzählen. Man duscht, ne? Die ganzen Duschkabinen, die sind ohne Ablauf. Also das heißt, der Boden hat kein Gefälle. Es ist zwar ein riesengroßer Ablauf da, aber das Wasser läuft nicht ab. Und ich habe erst Susi ein bisschen belächelt, als sie sagte, sie stand in ihrem eigenen Sud ja, und es ist nicht abgelaufen. Ja, du dachtest, weil ich wieder mit den Haaren irgendwas verstopft ich habe. Ich dachte, dass du das irgendwie, dann wäre ich theoretisch einfach eine Duschkabine weitergegangen, dann wäre es gut gewesen. Aber nein. Leider muss ich Susi recht geben, hier aufgrund der Konstruktion des Bodens, weil hier kein Gefälle ist, läuft das Wasser nicht ab. So. Nächster Punkt ist, warum muss man diese Duschkabine immer so klein bauen? Man hat dann halt zwei Haken, schon mal, es gibt schon mal Haken, wo man seine Sachen aufhängen kann, aber dann sind die trotzdem so eng, dann hast du so eine kleine Fläche, wo du dich halt ausziehen kannst und danach ist die Dusche. Hier waren sie zumindest so fuchsig, haben eine Spritzschutztür dazwischen gemacht, ja? Also, hoho, 5 Sterne, hey, Spritzschutztür. Das Geile ist nur, dass da so ein Spalt zwischen der Spritzschutztür und dem Anschlag war. Wie heißt das nochmal? Spritzschutztür, ja? Spritzschutztür. Oh mein so. Gott, und dann jetzt hat er sich warm gelaufen. Und dann ist das Wasser da immer die ganze Zeit durch die Lücke durch. So. Ja. Und du denkst nur so, ja, schön, ne? Dann habe ich halt nur in der Mitte eine nasse Hose, ey. Da rege ich mich auf. So, ich fahre jetzt nochmal rüber und lass mein Pipi ab. Aber das geht doch hier, 5 Sterne, fast 40 Euro, Alter. Hier. Seht ihr das? Und dann einlagiges Klopapier. Ja, das bitte. Ja. An. Okay. Aber das hätte man, naja, okay. Also ich meine, man kann rüberfahren, aber es fühlt sich komisch an, ne? Ja. Vielleicht haben sie auch gesagt, oh nee, das Gitter wird dann so eklig. Das muss dann einer sauber machen.
willst du das machen? Nee, ich will das auch nicht machen. Okay, lass uns das Gitter weg. Ja gut, aber es gibt ja Innovationen, wo du sagst, wie das macht halt Sinn. Jetzt habe ich so schön unser Pippi gefilmt. Ja, ja, alles gut. Kann man ja ruhig filmen, wie das. Fragen sich ja einige, wie ist das eigentlich mit eurem Pippi ablassen? So. Ich finde es nach wie vor super praktisch, Hebel auf. Wir standen vor 3 Tagen vorm Museum und da war der Pippi-Tank auch voll. Also hat mir Susi eine 1,5 Liter Flasche in die Hand gedrückt. Das stimmt. Und ich durfte ein bisschen abfüllen, bin 2-mal an den Busch gegangen, ging auch. Finde ich nach wie vor super praktisch, also das funktioniert. Ja, hier mit dem Gitter, also normalerweise, wenn du ja so eine Entsorgung hast, dann hast du zumindest noch mal einen Schlauch, wo du so ein bisschen nachspritzen kannst. Finde ich nicht schlimm, vielleicht machen sie das hier in Schweden nicht so häufig, deswegen brauchen sie eine selbstreinigende Anlage. Naja, gut, das ist jetzt Klagen auf hohem Niveau, aber das mit der Dusche, das ist kein Klagen auf hohes Niveau, weil auf hohem Niveau, weil irgendwie 40 Euro, Leute, für Duschen und Kackern, wofür zahlt man denn sonst? Hinstellen kann ich mich überall. So, genug gepinkelt. Geh mal wieder aus. Ich auch. Tschüss. Guck mal hier. Hier kann man sogar an so einer ziemlich großen Station sein Auto noch sauber machen. Mit so einem Hochdruckreiniger und auch noch einem Staubsauger. Nicht schlecht. Ja, das ist mal ziemlich geil. Also das ist schon wieder geil. Kriegt man da einen Stern für? Ja, kann sein, ne? Ich weiß nicht. Und guckt euch mal an, wie groß der ist. Ja, der ist echt groß, ja. Ne? Großes Ding. Ach so, ja, hier übrigens großes Ding. Susi hat es ja herausgefunden, das ist einer der größten Campingplätze von ganz Schweden. Also, und einer der beliebtesten. Und wohl einer der beliebtesten. Was halt natürlich wahrscheinlich auch aufgrund dieses Schwimmbads so ist, weil das Schwimmbad ist auch echt mega. Also das kann man einfach wirklich empfehlen. Den Campingplatz, so, ob man da 40 Euro für ausgeben muss. Meine Erwartungen waren extrem hoch. Wir waren in der Elternzeit. Auch um das nochmal ganz kurz zu sagen und dann höre ich auch auf mit Labern. Aber in der Elternzeit waren wir in Frankreich unterwegs. Normalerweise, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber die Franzosen kacken noch in Bodenlöcher. So, auf jeden Fall waren wir auf einem Campingplatz und der war jetzt auch nicht so günstig, aber der hatte auch ein Schwimmbad mit auf dem Gelände, wo wir schon gesagt haben, okay, das ist halt geil für Lotti, dann kann die da halt auch ein bisschen mit ins Wasser. Das war aber gar nicht das Highlight, sondern die hatten Toiletten, Leute. Ey, das war der Himmel. So, du hast die, ich hab Marco gar nicht mal runterbekommen. Du hast die Tür aufgemacht und dann hatten sie rechts und links von dem Klo so eine LED-Beleuchtung, dass das Ding aussah wie so nochmal extra. Der Thron wurde beleuchtet. Du hast auf dem Thron gesessen und dann hatten sie in der Tat auch dreilagiges Klopapier. Die hatten nochmal so ein Duftzerstäuber, der die ganze Zeit so Lavendel in die Luft gemacht hat. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber wir suchen euch den mal raus. Der ist so toll gewesen, am Strand. Das war so, also allein von dem Klo, also das sind die Kleinigkeiten, ne? Das Lichtkonzept war auf dem Klo geil, der Geruch war auf dem Klo geil, der ist nicht oft geil, aber der Geruch war geil und sie hatten noch Musik. Weißt du, du bist reingekommen, es waren halt so Vogelgezwitscher und Waldgeräusche, finde ich aber auch richtig geil. Also kleine Sachen, hau einfach eine Musikanlage rein, wo ein bisschen, wo du nicht irgendwie die Pups- und Kackgeräusche von deinen Nachbarn hörst, sondern wo du halt irgendwie schön Vogelgezwitscher hörst, das ist doch schon mal geil. Dann musst du die Kacke von deinem Nachbarn nicht riechen, sondern du riechst lecker Lavendel und du hast noch ein Lichtkonzept, wo es dir nicht unangenehm ist, weil das dann irgendwo dreckig aussieht, sondern es sieht halt einfach schön aus. Es kann so einfach sein, es ist wirklich... So, ich werde jetzt auch auf und mach... So? Ja! Lotti, du wolltest auch noch was sagen. Und das war für mich sehr schön, auch wenn ich nicht diese Rutsche durfte, wo drin dann so eine Disco war. Ach, du meinst gestern, ne? Ja, da waren ein paar Rutschen, die waren noch ein bisschen zu doll für dich, ne? Aber wenn wir nächstes Mal herkommen, kannst du die bestimmt schon rutschen. Jo, für alle, die unsere Videos schon gesehen haben, ihr wisst, wir haben normalerweise diesen geilen Gardena-Aufwickelschlauch. Also wenn wir an der Tankstelle oder so Wasser nachfüllen, alles völlig problemlos und das Ding ist auch relativ platzsparend und ganz cool. Hier sind wir jetzt auf dem Campingplatz und haben ja die Möglichkeit, hier dann das Equipment vom Campingplatz zu nutzen. Was ich jedem ans Herz legen kann, ist übrigens so eine kleine Tüte mit Adaptern. Wir haben hier die unterschiedlichsten Adapter mit bei, mit unterschiedlichen Zollgrößen, um die auf jegliche Wasseranschlüsse und Hähne raufzuschrauben. Das kann ich euch schon mal empfehlen. Hier den kleinen haben wir zum Beispiel meistens an Tankstellen gehabt. Ich habe hier nochmal so einen kleinen Adapter gebastelt, so einen Doppeladapter. Wir haben aber auch so ein Ding hier nochmal hier zur Not.
Also in der gleichen Variante, der hat nur einen kleinen Abstand. Dann haben wir noch hinten noch so einen kleinen Schlauch. Einfach nur einen Schlauch, falls man mal... wir hatten auch so einen Wasserhahn, da musste man einfach nur einen Schlauch aufstecken, weil dann so eine Schlauchtülle da nur drauf war. Die haben wir hinten noch drin. Und mit diesem Teil können wir jetzt hier auch auf den Campingplatz. Folgt mir mal kurz. Den Anschluss von Schienen nutzen. Oh, Marco! Verdammte Axt doch mal! Was hast du noch geplant, ja, ey? Geht doch nicht! Geht doch nicht! Oh. Scheiße Idee! Ist das dein Ernst? Das hat ja super funktioniert. Wir machen das mit der Schlauchtülle. Mit der Schlauchtülle ist besser. Ist klar, Alter. Schuhe sind aber trocken geworden. Hier, guck mal. Mann, ey. Ja, okay, normalerweise dreht man den noch irgendwo auf. Da ist ja der Hahn an dem Teil dran. Ja, ja, das ist natürlich doof. Dann müssen wir einen anderen Adapter nehmen. Ja. Oder können wir das da so reinfüllen? Ich glaube nicht, oder? Du weißt, wie es ist. Dann darf man immer nicht so dolle aufdrehen, ne? Ja, das ist nicht so geil bei uns. Weil dann... Ich hatte auch kurz den Eindruck, dass du genau weißt, was du da tust. Gut. Das ist das Wichtigste. Einfach den Eindruck hinterlassen, man weiß, was man tut. Mhm. Ne, man macht hinten einen Knick rein und dann kann man das Ding auch problemlos abmachen eigentlich. Ja. Ach so, ja, wo ist denn jetzt? Brauchst du noch eine Hand? Soll ich den Aufsatz jetzt? Da. Den hast du wieder reingemacht. Und bitte nicht den Schlauch so in meine Richtung halten. Jo, jo. Jetzt hast du Angst, ne? Ja. So, jetzt machen wir den hier unseren drauf und dann machen wir den anderen. Achso, jetzt sind die Schuhkästen noch zu. Um da besser ranzukommen, müssen wir nämlich immer hier hinten die Schubkästen auch machen. Dann erweitert sich unser Revi-Raum hier und dann können wir da dann einfach draufstecken. So, und dann können wir sagen, was er macht. Okay, da war ich ein bisschen doof gerade, ne? War ich ein bisschen doof, du. Ich wusste nicht, dass das hier der Hahn ist. Guck mal. Ich dachte, ich muss noch irgendwo anders das Wasser aufdrehen. So, jetzt hört man es ja auch schon schön plätschern. Der Tank war übrigens halb leer schon. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal aufgefüllt haben. Weiß ich auch nicht. Aber wir ballern den jetzt einmal voll, bevor wir weiterfahren. Genau. Also an sich kommt man mit dem Wasser, wenn wir nicht duschen, eine Woche, anderthalb Wochen locker. Mhm. Also locker hin. Wenn wir duschen, dann... Aber auch nur, weil Marco immer sehr viel Bier trinkt, was er dann natürlich zusätzlich kauft. Ne? Und kein Wasser trinke. Mhm. Ja, das stimmt. Also, aber mit Wasser kommt man locker, locker, locker hin. Also Wasser ist gar nicht unser Problem. Wenn wir duschen, dann müssen wir allerdings so, ich sag mal, alle vier Tage auf jeden Fall Wasser auffüllen. Also mit Duschen, wenn wir alle drei duschen, dann... verduschen wir bestimmt ein Viertel unseres Tanks. Und wir duschen sehr kurz. Also ich zumindest. Ich wasche mir hier nicht die Haare im Bus. Das und Lotti auch nicht, sondern wirklich nur kurz abduschen, ein bisschen frisch werden und dann war es das eigentlich. Ich weiß gar nicht, was man sonst normalerweise für einen Tank verbauen müsste, wenn man halt richtig duscht, ausgiebig duscht. Was haben denn so die fertigen Wohnmobile für Wassertanks drin? 500 Liter? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Aber es ist ja immer so ein Hin und Wieder, ne? Also aber 500 Liter kann ich mir nicht vorstellen, weil sind wir wieder bei dem Thema Gewicht. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gewichtsvideo gesehen habt. Wir sind nämlich vor geraumer Zeit irgendwann mal gestartet und mussten wieder zurückfahren, weil wir zu schwer waren mit unserem Fahrzeug. Und das geht natürlich den fertigen Campingbussen genauso. Also die sind in der Regel natürlich schon meist oft zu schwer, haben nicht mehr viel Zuladung und wenn du 500 Liter Wasser im Auto hast, dann sind das natürlich 500 Kilo, die dir fehlen. Erst recht, wenn du ein Familienauto hast mit mehreren Leuten, hau nochmal drei Leute drauf, da bist du, hast du nochmal, selbst mit zwei Leuten hast du nochmal 150 Kilo dazu, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass die so große Tanks haben. Also wenn, dann halt wahrscheinlich bei 7,5 Tonnen oder so. Ja. Nee, aber wir haben uns eigentlich angewöhnt, nicht jeden Tag zu duschen, was aber nicht so schlimm ist. Es gibt auch Gelegenheiten dazwischen, woanders zu duschen. Schwimmbäder
Zum Beispiel, finde ich auch gut, genau. Normalerweise jetzt im Sommer wollen wir natürlich auch oft im Meer schwimmen. Das stimmt, wir waren auch oft baden und dann gut im Meer, ne? Salzwasser willst du dich noch mal kurz abduschen hinterher. Ja. Aber ansonsten so in Gewässern irgendwie morgens mal kurz reinspringen, das war schon okay. Jetzt im Winter würde ich das nicht mehr machen. Und ich bin auch ehrlich gesagt gespannt, wenn es dann wirklich kalt wird. Susi will jetzt im Winter auch nicht die Außendusche nutzen. Nee. Also wir haben es ganz am Anfang unserer Tour gemacht. Am Wohlenberger Wieg, weiß ich noch. Aber da sind wir auch noch in die Sauna hinterhergegangen. Also wenn du mir so eine Kombi anbietest, würde ich es auch wieder tun. Davor sind wir in die Sauna gegangen, haben uns anschließend an der Dusche abgeduscht. Oder so. Aber ja, klar, gar keine Frage. Also das kommt ja immer so ein bisschen drauf an. Ich dusche ganz gerne halt auch draußen. Vor allen Dingen, wenn du heißes Wasser hast. Ne? Dann hast du halt draußen so 4-5 Grad und du duschst dann so richtig schön da in deinen 40-50 Grad Wassertemperatur. Das ist schon cool. Mhm. So. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, auch so ein Mann-Frau-Ding. Wir haben es bisher nicht bereut, die Dusche der Tank voll innen eingebaut zu haben. Noch nicht ganz. Tropft schon was raus. Ihr wundert euch, was da runterhängt. Doch, jetzt kommt er. Mach mal den Knick wieder rein. Und jetzt musst du, glaube ich, relativ schnell den da abziehen, wenn wir da... Nö. Nee? Geht. Kommt nichts. Okay. Hier, das ist unser Überlauf. Also da sehen wir dann auch, wenn es voll ist. Genau, und das Praktische bei der ganzen Geschichte ist natürlich, du kannst auch alleine das Wasser füllen, indem du den Schlauch einfach raushängst und dann kann ich auch 20 Meter weiter stehen und sehe dann trotzdem, wenn da unten Wasser rausläuft, ist der Tank voll. Aber meistens hast du ja nicht. Hallo. Sieht er jetzt immer noch nach? Genau. Ich glaube schon, dass du dann halt irgendwann diese Sogwirkung bekommst. Genau, ja. Dass er dann. Das heißt, du machst ihn jetzt mal zu? Ein bisschen mehr zieht, ne? Also. Als er eigentlich müsste. Genau. Aber dafür können wir den Tank jetzt natürlich auch komplett bis oben hin voll haben, ne? Ja. Zugedreht? Jawohl. Okay. Dann noch die Schubladen rein. Und hier machen wir wieder zu. Adapter noch verpacken. Genau. Und dann sind wir auch fertig hier mit Service. Und jetzt gehen wir noch nach vorne, fahren nach vorne, geben Schlüssel ab. Ich gebe denen noch mal kurz Feedback, mal gucken, wie sie reagieren. Ja, bin ich auch gespannt. Und dann fahren wir weiter. Oh ja, hier der Tankdeckel noch. Okay. Den hätten wir jetzt gar nicht aufmachen müssen. Ich dachte, wir kommen da vielleicht so rein, aber. Nee. Genau, hinten ist alles klar, Schiff, alles weggepackt. Ja, alles super. Okay. Na? So, Schlüssel ist abgegeben. Und da ist heute nicht die gleiche gewesen wie gestern. Die fand ich super, super nett. Das ist eine andere und ich meinte, okay, hier ist der Schlüssel und wir fahren jetzt. Dann habe ich gefragt, soll ich Feedback geben? Hast du Interesse? Und sie so, ja. Ich, so, ich kann es auch online schreiben, aber ich sage es euch lieber direkt. Ja, okay, ja. Naja, dann habe ich ein paar Punkte genannt und sie war so, okay, okay, ja, okay, okay. Also ich habe das mit der Dusche erzählt und das im Waschraum, das dreckig war und dass das jetzt komisch war hier mit dem Wasser und naja, so ein paar Punkte. Aber ich habe auch gefragt, wie teuer das hier zur Hauptsaison ist. Haltet euch fest, ca. 50 Euro die Nacht. 50 Euro die Nacht. Dafür kriegt ihr hier schon ein Hotelzimmer. Marco! Alter. Ja, also ich hatte das Gefühl, sie war nicht wirklich an Feedback interessiert, aber vielleicht habe ich auch gerade mit der falschen Dame gesprochen. Wie gesagt, die vom gestern vom Service und die auch heute früh hier war, die war super nett, hat mir alle Fragen beantworten können und also das wäre vielleicht anders gewesen, wenn ich mit der gesprochen hätte. Aber es war so, ja, okay, okay, bye. Susi und ich, ne, wir hatten mal die Idee, selbst einen Campingplatz aufzumachen. Ja. Einfach nur,
Aus dem Grund, weil wir glauben, dass wir es einfach besser können. Und einfach nur, weil wir denken, nur als Beispiel, ich finde persönlich, wenn mir so ein Campingplatz gehört, dann gehe ich morgens einmal wirklich überall rum und gucke mir die Sachen an. Ich habe immer das Gefühl, die lassen dann die Putzfrauen, die sie hier angestellt haben, dann mal kurz putzen. Denen ist das eigentlich auch egal, ob da jetzt ein Haken ab ist oder ob da... Das sind halt Sachen, wenn die das sagen, dann haben sie mehr Arbeit, weil dann müssen sie es reparieren und so. Ja. Und wenn ich so ein Ding betreiben würde, dann würde ich doch aus Sicht des Kunden einfach durchgehen. Ich würde aus Sicht, wow, was ist der Grund für mich hierher zu kommen? Und vor allen Dingen in der heutigen Zeit ist es doch so schnell und so einfach, irgendwelche Rezensionen zu schreiben und zu sagen, Alter, Leute, was stimmt denn hier nicht? Was ist denn los bei euch? Ne? Also, ja, und dann gerade so ein Feedback, ne? Da wäre ich doch als Geschäftsführer oder als irgendwas, wäre ich doch hochgradig dankbar. Das würde ich auf jeden Fall sofort aufnehmen, weil das ja auch eine Dienstleistung hier ist. Ich meine, für 50 Euro hier eine Nacht einfach nur mein Auto einfach auf eine Wiese zu stellen und dafür 50 Euro zu verlangen, ich finde das schon krass. Ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, ne, vielleicht habe ich da jetzt auch gerade die falsche erwischt. Das ist ein bisschen schade. Und ja, wir sind auch sehr, sehr pingelig, aber wir zahlen auch normalerweise eben auch nicht so viel für einen Campingplatz. Ne? Also die Erwartungshaltung ist dann auch gleich ein bisschen höher. Naja, so, wir fahren jetzt aber weiter. Ja, ich finde es auch berechtigt, dass das höher sein kann, weil also schlussendlich, es sind Kleinigkeiten. Ne? Du willst halt ein sauberes Klo haben, du willst eine gute Dusche haben und du willst einen ruhigen Stellplatz haben. Was willst du denn sonst auf dem Campingplatz haben? Ne? Also das sind halt drei Dinge, die müssen halt stimmen und je höher der Preis ist, desto schöner müssen diese Dinge eigentlich sein. Zumindest mein Empfinden. Naja, gut. Lotti, haben wir jetzt genug gequatscht? Genau. Okay, und was sagen wir denn in dem Sinne? Was sagen wir immer jetzt an der Stelle? Tschö mit Ö. Wir sagen, okay Leute, vielen, vielen Dank fürs Angucken dieses Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Was sagen wir denn? Nicht haltet ihr euren Stab, bleibt gesund. Warum nicht? Weil ich das heute nicht möchte. Heute möchte das Lotti nicht sagen. Willst du trotzdem Tschüss sagen? Tschüss. Also, macht es gut. Wer es noch nicht gemacht hat, abonniert unseren Kanal. Wer es schon gemacht hat, vielen, vielen Dank. Danke für die tollen Kommentare. Ihr seid Bombe. Es macht richtig Spaß, diese Videos zu machen. Und es macht noch mehr Spaß, wenn ihr da so tolle Sachen schreibt. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es geht so weiter. Macht es gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ja. Tschüssi. Sind die gut? Ja. Super gut. Aber ich muss die mal hier hinten rausreißen, weil sonst kriegen wir nicht so gemalt. Papa, du kannst jetzt losfahren. Ich kann jetzt losfahren. Wir sind hier busy. Ja, ich weiß. So, und wer jetzt immer noch da ist, ja, der kann jetzt auch mal ein Abo da lassen. Richtig. Naja. Oder einen Daumen auf jeden Fall. Einen Daumen musst du da lassen. Bitte. Genau. Naja. Gut. Also, jetzt.